Und damit ist herzlich willkommen zu einer neuen Runde Paragon. Video ist gestartet. Die Totgeweihten grüßen euch. Jo. Und natürlich mal wieder mit einem Altbekannten. Wir kennen ihn ja alle. So, und damit starten wir. Wo bist du? Ach, da. Gut. Ja, lass den roten dir. Punkt. Vielleicht gibt es ja jemanden, der weiß, was das ist. Okay. Man hatte mir die Tage gesagt, mach mal bitte deine Facecam größer. Echt, mit der größeren Facecam habe ich solche Probleme. Also bei sowas wie Shootern ist das weniger das Problem, ne? Aber links jetzt bei Sachen wie hier Paragon, wo du nebenbei auf der Karte achten musst, das ist ein höllisches Problem. Also ich finde es gut so, wie du es mit der Kamera hast, weil die Leute ja, wollen eher keine, das Spiel sehen und nicht ständig dich, ne? Ja, meine ich nämlich auch. Ja. Jetzt habe ich ein paar Let's Plays aufgenommen, wo die Kamera halt eine Nummer größer ist und ja, ich find's kacke. Mir hängt das Ding ständig in der Kamera. Ich mache das beim nächsten Video auch wieder kleiner. Also bei Shootern stört mich das ja weniger, aber so, holt sich einer den. Wollen wir da gleich rechts sein? Zap, ja. Und so weit pushen, wie es halt geht. Da wird nicht viel gehen. Immer schön die Kugeln sammeln. Dann sagst du Bescheid, wenn das mit den Türmen losgeht, dann weil ich hab Dings dabei. Den Schlüssel. Wie was? Ja, ab Minute 3 ist es im Dschungel drinnen. Ab Minute 6 ist es außen auf den Seiten. Und ab Minute 9 ist es dort, wo der Boss ist. Das heißt, wenn du möchtest. Ja, schauen wir mal, wie weit wir mit dem Turm hier kommen. Wenn wir sowieso zurück müssen dann. Hab ich den. Ja, oh. Oh. Scheiße, ich hab den Dings nicht gesehen. Aber er stand neben Rampage. Ich so, wo kommt denn der her? Aber okay. Und den habe ich halt nicht vorher gesehen. Ah, Mitte, Mitte, Mitte. Guck mal, dass er in Mitte kommt. Also du kannst jetzt, wenn du schon irgendwo hin vorgehst, kannst du ja. Ja, ich geh mal gleich aktivieren. Mitte, ne? Da steht einer direkt von Turm. Hier ist nämlich keine einzige Sau. Wo bist du denn? Links, rechts? Mitte Lane. Ah, komm ich auch. Ja, da. Was willst du denn? Oben. Komm. Und versuchen den zu holen. Ach. Wenn du magst. Würde gerne. Den da. Tot. Oder irgendwas anderes passiert. Ja, oder zumindest gucken, dass er abhaut. Müssen aber aufpassen, dass er nicht nebenbei seine Kameradschaft da holt, ne? Warte, wird gleich kommen. Weil, dann sollten wir nebenbei. Deswegen abhauen. Sollten wir jetzt weg, ja. Auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen pushen.
könnten. Also. Lass mal eben kurz rechts, links Ja. gucken, bevor die den Tower da holen. Waren die auch noch erfolgreich? Dass ich zu den 10 Karten komme und dann pushe ich mich erstmal hoch. Ja, mal schauen, wie es mit dem Turm passen. Können wir ewiger weg. Ab in die Mitte, komm. Next. Jetzt wagt er sich nämlich daran. Achtung, geh lieber oben rum. Ja, ist unten rum. Mist. Da sehe ich auch. Wo bist denn du? Ach, irgendwie hängen geblieben. Mist. Ist nicht gut. Das holt mich jetzt. Komm hinterher. Ah, der ist im Dschungel. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, auf ab. Wieder mal gar nicht. Ach, scheiße aus, aber ich weiß. Was denn? Nö. Der ist zu schwach, ich kann nichts umbringen mit dem. Da klingelt es bei mir, ich glaub's nicht. Ich bin mal kurz AFK. Okay. Sorry. Kannst ja weiterreden. Ach, jetzt ist klar das Mikro. Heute nicht, Herr Gesangsverein. Wie übergenial. Das war mein Vater und ich weiß nicht, was er wollte. Was war jetzt der Unterschied? Das Mikro ist jetzt wieder klarer. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das Mikro macht sowieso, was es will. Slotten.
Slotten und Slotten. So, meine Zauber sind gesetzt. Mal eben kurz nebenbei meinen Vater anrufen. Das Gespräch kriegt jetzt natürlich jeder mit. Ich beende jetzt nicht das Video. Das ist egal. Achtung, guck mal rechts. Problem ist. Kleinen Moment, ich höre dich jetzt mal kurz nicht. So. Sieht ganz genial aus. Den von meiner Türe stören mich. Warum haben das alle so gut drauf? Ich verstehe es einfach nicht. Was denn? Ja, mich jedes Mal zu stören, wenn ich am Stream, am Zocken bin. Keine Ahnung. Das ist Instinkt. Ist jedes Mal so. Manche Leute sind dazu geboren, dass sie ein Hindernis für andere sind. Ja. Auf der Straße auch schon aufgefallen. Es gibt Leute, da kannst du machen, was du willst. Die gehen genau so, dass sie dir im Weg stehen. Die haben einen sechsten Sinn dafür. Ja, die haben es aber richtig drauf. Ja. Und im Spiel sehe ich das erst recht, wirklich. Der zum Beispiel jetzt, der die dort liegen lässt, was hat der für einen Grund? Ach. Das hier. Aber noch mehr kommen, ja klar. Hier muss man weg. Los, Minions, macht eure Ach, Arbeit. der fängt mich auch noch ab hier. Wir haben den nächsten Ja, Tower jetzt gleich. witzlos. Wir haben jetzt gleich den nächsten Tower. Und jetzt hier. Der kommt da so schnell raus. Komm, und ich habe ihn, ja. Was? Der hat mir jetzt echt den Kill gestealt? Nee, ich habe ihn. Gut. Ich will die Kugeln. Die Kugeln sind wichtig. Und dann leveln wir mal meine Standardattacke. Wie steht's denn schon? Wir haben fast den nächsten Tor. Und wir haben den nächsten. Wir sind ja in dem ersten Inhibitor. So, jetzt lassen wir aber da mal den Dings machen. Und dann pushen wir Mitte. Das Match könnten wir echt gewinnen. Was ist denn hier los? Mal sehen, es ist sehr möglich, ja. Sollten wir nicht mal eben rechts verteidigen gehen? Ich habe jetzt mal das der Mitte Oder rausgetan. wollen wir Mitte pushen? Ich würde sagen, Mitte pushen, ja, wenn wir schon mal da sind. Aber das, Da ist er. naja, nein. Da Wieder ist zu einer. weg von hier. Nein. Meinst du? Weg, ja. Auf die rechte Seite. Rechts sind zwei, ne? Statt nur einer. Hätte ich dich zum Beispiel gut gebrauchen können.
Wo willst du gehen, sagst du? In Mitte. Ich bin gerade im Kampf drin. Ah. Hier zurück. Oh, kein Ding. Nur, ich bin nichts wert, sag ich dir gleich. Wenn wir jetzt zweit gewesen, hätten wir einen gekriegt. Den habe ich nämlich fast platt gehauen, den Kerl. Gut, ich kann noch drauf, aber... nee. Wenn du deine kann Ulti den nicht mal mit so den wenig Leben umbringen. Hau direkt da deine Ulti drauf, sobald du in seiner Nähe bist. Nein, die macht ihm auch keinen Schaden. Die Ulti. Ja, ich meine nur, die das ist alles Option nur für Minions gewesen, gut, ne? Was ich machen kann. Bei dem flinken Kerl. Ja, dann guck, dass du die Minions auf jeden Fall hältst. Ja, die Minions kann ich machen, ja. Dann gucke ich da jetzt, dass ich schnellstmöglich wiederkomme. Mana, erweitertes Mana, Abklingzeit. Aber ich glaube, ich werde jetzt bald abgefarmt von irgendwem. Na klar. So, das waren meine drei Punkte. Der schießt einfach nur auf mich drauf und ich bin tot. Dann guck, das waren vier Schüsse. Ganz einfache Schüsse. Was haben wir da oben? Ist Inhibitor, dann holen wir jetzt Mitte. Da kommt jetzt. Ich komme jetzt dazu. Standardangriff. ja, eigentlich im Jenseits. 12 Sekunden noch. Die haben wir geholt. Sind wir bei der rechts, weil ich ja natürlich die Minions hier weghalten muss vom Turm. Die Minions machen, ich gehe links. Ja, aber ich muss es tun, weil ich zu sonst nichts gut bin. ja, ich bin wahrscheinlich eh zu spät. Ich warte jetzt hier. Das haben die Antaki geändert, also die Belegung, die ist anders. Ja, ist voll kacke jetzt. Ja, weil das, was ich vorher mit, also das schwarze Loch, ist jetzt, oder sagen wir mal, das, womit du immer weggejumpt bist, das ist nicht mehr da. Das ist jetzt woanders. Wie sieht's da bei euch Mitte aus? Oder, nee, ich weiß nicht, ich bin rechts und push mal so weit, wie es halt geht. Ja, ich komme dann auch ja, dahin. Die eine Welle mache ich noch und verabschiede ich mich, weil glaube ich nicht, dass die das zulassen. Nee, die sind da alle Mitte und Dings beschäftigt. Wir könnten es schaffen. Kommt man gleich zu mir? Ja, da ist schon der Erste. Ja, halt euch, ich bin gleich bei dir. Ach nein, ich bin weggeportet. Ach so. Nicht. Opfer bin. Oh, und jetzt drücke ich es halt links weg, den Minions. Sind so. Ach. Komm. Ja, und jetzt bin ich Kanonenfutter. Toll. Naja. Mit vier Mann waren sie da. Ich versuche jetzt nochmal bei meinem Vater. Was der denn jetzt hier gerade wollte und warum er wieder so schnell verschwunden ist.
bin viermal gestorben, ein Kill, ein Assist. Alles fürs Vaterland, ne? Nebenbei ein bisschen stillen. Ja, was wolltest du? Ja, warum? Ja. Mein nur. Ja. Nee, ich kam runter und hab nur dich gesehen. Nee, dann weiß ich aber Bescheid. Ja, die im Gefrierschrank sind. Nö, weiß ich nicht. Ja, dann gehe ich jetzt gleich runter. Ciao. Gut, danke. Mein Vater hat mir Essen mitgebracht. Das heißt, wie weit sind wir? Ja, 20 Minuten wird es noch dauern. Bis du wieder da bist, ist es halt aus. Macht ja nichts. Nee, ich spiele die Runde hier jetzt zu Ende. Ich mache hier meine Aufnahme, da bleibe ich jetzt eiskalt drin. Auch wenn es Hähnchen dann kalt sein sollte, ist mir egal. Wenn ich etwas anfange, bringe ich es zu Ende. Auch wenn jetzt ausnahmsweise mal so stockernd drüber kommt wie gerade jetzt. Aber ich sag ja, das ist ungünstig hoch 10, die kriegen das jedes Mal hin. Mein Leben scheint mir irgendwie da Blöcke reinzuwerfen oder so, ich weiß es nicht. Oh, das sind schon Leute mit eben diesen negativen Instinkt, das ist schon so. Das hat mit einem selber gar nichts zu tun. Nee, sag ja nicht, dass das an mir liegt. Könnte Achtung, man könnte abhauen, das glauben. Ja, ich abhauen. Weiß. Ja, geht nicht mehr, zu spät. Oder doch? Ah. Nee, geht trotzdem nicht mehr. Komm. Ach, ja. Das ist nicht wahr, ne? Jedes fast mal, ey. Ich hätte fast ein böses Wort benutzt. Ich böser Junge, ey. Weil das wirklich, dass keiner es dann hinkriegt, wirklich auch da, ne? Das, oder sagen wir mal, dass du dich so nur so schwer daraus befreien kannst, wenn sie mit 3-4. Da sollten sie unbedingt was gegen tun. Weil du hängst wirklich, sobald sie mit 3-4 gleichzeitig sind, hängst du daran fest. Achtung, hinter dir. Ja, ich bin tot. Da nicht dich. Okay, lass jetzt rechts pushen. Die sind jetzt alle Mitte und Dings. Unsere Chance, rechts was zu machen. Okay. Weil wenn wir den ersten Inhibitor da gekillt haben, ist das für uns eine ganze Ecke leichter. Oh, ja, wenn wir so weit kommen, muss man bedenken, die sind alle in der Mitte und haben es nicht weit nach rechts. Das ist egal. Danach darf man gehen, ne? Also ich bin jetzt rechts, ich fange mal an. Ja, ich komm dir jetzt sofort hinterher. Nur gucken, dass wir schnell sind. Oder halbwegs schnell, ne? Und ein bisschen die Karte im Auge behalten. Also was ich sehe, ist eben, dass ich keine Roten sehe. Ah, und genau, einen sehe ich schon, der kommt zu uns. Kannst schon vergessen, der zweite ist oben. Ach, während ich das alles erkläre natürlich und mir anschaue. Da ist der vierte. Bin ja auch ein Idiot. Lauf. Ach, das ist doch behinderte Scheiße. Wie schnell sind denn die? Nicht normal. Das. Weißt du, ich bin sicher im Jungle. Der will gerade anfangen loszulaufen und auf einmal werde ich gestunt. So ein Schwachsinn.
Ja, die waren zu zweit, ne? Nee, die waren zu dritt. Aber trotzdem, weißt du, du hast keine Chance zu entkommen. Da kriegst du so einen Ausrast dabei, ne? Naja, aber die spielen zusammen, ne? Ja, dann sowieso. Dann hat man keine Chance natürlich, ne? Aber aus deren Sicht ist es richtig. Das ist schon klar. So. Jetzt ist die Frage, helfen wir denen in der Mitte oder was? Ah, du bist bereits da. Gut, da komme ich jetzt auch dahin. Ich hau jetzt Er ist direkt die. eigentlich dort in einer Warteposition und naja, wichtig ist, ja. Auch hinter uns. Den mache ich ja nicht. Ja, Haben nice. sie im Rücken. Noch die richtige Gelegenheit, ja. Damit ging der Tower down. Überhaupt so weit kommen, den wird nicht mehr. Mittel Tower ist Ja. down. Also, Dings. Ah. Nicht nochmal. Ach, fuck. Die sind wieder down. Die sind zu zweit. Ich bin allein. Ich jetzt nicht Aber wohl. ich habe wenigstens noch es geschafft, den Mitteltower bis zum Inhibitor kalt zu machen. Das ist gut. Das Ich habe ist, jetzt geschaut, wo ich sag ich mal. kann, aber egal wohin ich gehe, naja klar, egal wohin ich gehe. Immer ist irgendjemand da. Ja, und der? Jeder Murdoch, na klar. 10% Leben nehme ich den weg. Und er knallt mich mit drei Schüssen ab. Krass. Das ist das Verhältnis. Müssen wir aber jetzt gucken, dass wir irgendwie noch den nächsten Inhibitor killen, damit wir dann langsam mal an den Tower von denen rankommen. Ja, wir müssen alle irgendwo pushen. Bitte, wäre ja gut. Wir sind halt so, kannst wieder auf die Punkteanzeige schauen. Zu Wir müssen schwach da dafür. oben rechts los. Wir überleben das gar nicht, 5 gegen 5. Ja, ist auch meistens so, dass dann. Die sind jetzt alle auf der rechten Lane. Soweit. Dann lass uns Mitte gehen und den Inhibitor holen. Zwar nicht das zulassen. Mich hat es schon gewundert, dass das links reingegangen ist. Müssen wir sowieso. Ja, umgekehrt. Pushen in der Mitte zu uns. Nicht. Muss die Ulti wirklich flüchten verwenden? Armselig.
Kollege hier noch da? Ja, wir hauen jetzt ab anscheinend. Na und zack, Scheiße. Ich guck einen Moment nur zur Seite, denk mir so, was ist denn jetzt los? Bemerkt die Gegner nicht und zack, geht man weg. Ja. Aber den haben sie auch geholt. Oh, meine ich ja, von Woche zu Woche. Die Spieler werden sowas von besser. Selten. Ja, das Merkwürdige ist aber, dass wir im Moment hauptsächlich gewinnen. Ich frage mich, an wem das liegt. Wir gewinnen? Ja, wir sind am Gewinn. Bis jetzt. Wir müssen nur gucken, dass wir langsam den nächsten Inhibitor killen, bevor der da rechts auch wieder da ist. Lass mal jetzt irgendwie rechts oder sowas pushen. Achso, der braucht 3, dann. So, du siehst, die sind in der Mitte schon. Das heißt, nach rechts können wir jederzeit. Im Moment, wo wir einen von uns beiden dort sehen. Ja, dann lass rechts auch da gehen. Flott. Aber ich bin rechts. Ja. Bin gleich mit dem Minion drauf. Also mein Vater sagte mir gerade, mein Bruder hätte gesagt, er hätte mir Bescheid gegeben. So, ich muss weg, das sehe ich schon. Eben weil ich niemanden mehr sehe in der Mitte von den Gegnern. Ne, die sind jetzt hauptsächlich alle links. Ja, die. Wo willst du denn dann hin? Ich bin zurück. Das dauert nicht lang, bis jemand da ist. Und da ist der Tower wieder da, weißt du? Allein fühle ich mich dann nämlich nicht mehr wohl. Jetzt nicht zulassen, dass und abhauen, abhauen, ja. Abhauen, zurück. Soll ich ja. Haha, ist schon viel zu viel da. Alles zu spät. Ja klar. Viel zu spät. Sag ich ja. Zwei Schläge, weißt du? Hammer! Ja. Aber wir haben deren Tower schon angekratzt. Das ist schon mal gut. Die Frage ist nur, schaffen wir es jetzt da irgendwie nochmal ran? Also ich sage, man muss nur auf die Punkteanzeige schauen. Der Level, was die anderen für ein Level haben und was wir für ein Level haben. Das wird's dann sein. Beide sich gekillt, ey. Ich würde sagen, wir gehen links. Geh links. Da sind wir am weitesten. Ja, aber aus der Mitte heraus zuerst. Naja, rechts sogar. Bin niemand weg. Ach, ich hab vergessen, Dings. Sonst verlieren wir gleich den nächsten Turm. Kann ich dich nicht slotten? So. Aber die 5er Karte. Na klar, und sie können mich einfach abgreifen.
Mittlerweile bringen auch die Kugeln XP. Da rechts jetzt. Aber das Letzte, was ich hier tue, wahrscheinlich. Ja, drei Leute. Denke ich lieber. Den mal. Auch nichts, wenn da einer nachkommt. Wer eigentlich rechts? Na klar, da ist keiner mehr von uns. Ja, wir machen hier gerade die Dingslane. Oben die linke. Okay. Schau mal, was ich rechts tun kann. Ich komme jetzt schnellstmöglich hinterher. Mich hat da einer von hinten erwischt. Mist. Jetzt wäre für dich die beste Option, links zu gehen. Dort sind alle zwar. Ach, Ja gut, rechts ich zu bin gehen. jetzt. Ja, dort Geh bin ich. rechts. Dort komme ich nicht weiter. Nein, der knallt mich ab. Wer ist denn da? Der Sparrow oder was? Einer, aber jetzt bin ich sofort tot. Aber das Problem ist ja echt, dass wir langsam gucken müssen, dass wir weiterkommen, weil die kommen ja immer näher bei uns ran, ne? Pass auf wegen Mitte, ey. Die sitzen da ja direkt links, ey. Also wird die Mitte nach links. Ich gehe jetzt links. Da kann ich nicht skillen. Das bringt mir. So, erstmal meinen Schaden erhöht. Komisch, dass ich das erst jetzt getan habe. Aber das Problem ist, dass ich ja auch nicht richtig. Immer mehr an uns. Wieso wird abgestimmt, ob wir aufgeben sollen? Was für ein Schwachsinn. Problem ist, dass die uns immer mehr in die Verteidigung bringen. Und Ja. davor hatte ich vorhin Sorge, weißt du, dass das passiert. Ja, sie sind doch stärker. Jetzt. Ja, aber davon darf man sich halt nicht abschrecken lassen. Ich meine, nur weil sie stärker sind, heißt das noch lange nicht, dass sie gewinnen. Wenn wir mehr wären, immer sagen wir zu dritt, zwei von die gehen, ja, dann noch bis zu eine Chance. Aber jetzt holen wir mal den Prime Orb und den dort bei uns abliefern. Rechts, ne? Weiß nicht, haben wir den OP-Buff jetzt geholt? Wir müssen ihn jetzt dort, wo es blinkt, rechts hinbringen. Achtung, da kommt Das sie. werden wir auch tun. Und dort sollten wir Achtung, jetzt das ist sein. jetzt wieder. Aber ich bin hier allein. Das werde ich nicht. Nein, nicht schon wieder! Mach das scheiß Ding! Ach Mann! Zack, drei Weiße von jetzt auf gleich. Ich sehe nur zwei kommen. Denk mir, jetzt drehst du dich rum. Zack, steht der eine schon da. Und die anderen pushen einfach nicht. Abgesehen von den Twin Blast macht ja keiner was. Muss blinken, rechts. Genau, dort sind drei. Ja, die haben jetzt auch noch den OP-Buff. Ja, weil Wir wir nicht dort hatten waren. voll die Chance. Ja, jetzt kannst du davon ausgehen, dass wir verlieren. Jetzt kannst du davon ausgehen.
Jetzt ist die Primärkarte aktiviert und Ja, aber fällt ein ganz ehrlich, Inhibitor nach dem anderen. ich sag dir jetzt mal was, ganz ehrlich, du darfst nie, wirklich, ich will das nie wieder hören, nur weil du Kanonenfutter bist, dass du deswegen dich dann so dermaßen zurückziehst. Nie aufgeben. Das ist der größte Ja, Fehler, schau, den wie man oft ich machen kann. gestorben bin. Ja, ist doch War jedes egal. Mal, wie ich mich nicht zurückgezogen habe, ne? Ich sterb auch nonstop an sich. Naja, Ne? damit Aber, füttert man die ne? Feinde, ne? Da kriegen sie Punkte und das macht sie stärker. Ja, du Und sollst das ja auch siehst du nicht dann in der linksblind Punkteübersicht. reinlaufen, das sage ich ja auch nicht. Ja, mir Nur ist genau eben, nur weil dasselbe da einer passiert wie steht, dir. Ha, genau dasselbe. nur weil da einer steht, darfst du aber nicht aufgeben. Oder Na, eh deswegen dann nicht. direkt abhauen. Weißt du, das ist ein Fehler. Wir hätten vorhin zum Beispiel, wo ich gegen die alleine gekämpft Aber habe. schau mal, wie oft du gestorben bist. Das ist 11 Mal. Ja, Ne? und? 11 mal 350 Aber wärst du vorhin Punkte für dabei die anderen. gewesen, hätten wir sie zu zweit gebasht. So. Nein. Und jetzt stehe ich schon wieder alleine da, weißt du? Ich hatte gerade noch diesen scheiß Fuzzi von Murdoch. Statt sie das mal machen, wie die das machen. Nein, ständig hauen sie ab. Das kann nicht sein. Das nennt man Teamplay. Und weißt du, wärst du auch vorhin da geblieben, ne, wo wir alleine gegen die, wo du sagtest, ich hau ab, wärst du da geblieben, hätten wir sie zu zweit erledigt, wäre vorbei gewesen. Hätten wir den Inhibitor, hätten wir uns holen können, ohne Probleme. Ne? Aber Ach, das... dort bin ich dort doch gestorben. Nee, Da du habe ich bist doch noch abgehauen. gesagt, wer daherkommt, ne? Ich habe mir Nee, das von genau hinten. angeschaut. So genau angeschaut, dass ich natürlich. Ja, aber wir hätten so vorhin einfach nur zu zweit pushen müssen hier die Sparrow. Dann wäre ohne Probleme. Jetzt sind sie so stark, dass sie uns alle ohne Probleme holen. Ja, Wäre jetzt ein 20 schon vor Wunder, wenn 20 wir es Minuten. noch. Wäre jetzt ein Wunder, wenn wir es noch halten können. Auf Ohne keinen Witz. Fall. Aber ich pushe da jetzt links rauf. Macht zwar keinen Sinn. Die haben den zweiten Inhibitor. Der Fehler an sich war schon von vornherein, als wir hätten pushen müssen, als wir einen Tower hatten, hat keiner gepusht, jeder ist auf die Defensive gegangen. Da war der Fehler. Das war das Todesurteil. Und dann nebenbei schon, obwohl wir voll im Vorteil noch waren, dann dieses Abstimmen, dass wir aufgeben. Nee, du, das ist ein Ich frag Irrtum. Wir mich. waren nicht im Vorteil. Da waren wir 2 Level hinten. Trotzdem. Da war es Wir schon hatten einen Tower von gegessen. denen weg. Ich frag mich ganz ehrlich, wie wenig Kampfgeist muss man haben? In meinen Augen kann das einfach nicht sein. Das darf so nicht sein. Ganz ehrlich. Wäre ich jetzt mit einem festen Team und ich würde das von meinen Mates so erleben, wenn wir hier richtig spielen würden auf Turnier, ich würde jeden einzelnen Backpfeife verpassen, ey. So einen schwachen Teamgeist, das ist der Wahnsinn. Ich rede jetzt nicht nur von dir, ich rede von... Es ist von mir. Nee. Ich habe deine Vorschläge halt befolgt, wohl wissend, dass es nicht funktioniert. Nein. Ich meine aber generell Darum so bin ich ja vom auch Team her, ne? gestorben, ne? Ich meine jetzt das Team an sich so. Gib's auf, ey. Das ist dasselbe wie mit Rocket League, wenn du mit irgendwelchen Zufallskameraden spielst, ne? Oder ein Großteil Zufallskameraden, hast du keine Chance. Du brauchst echt Leute im Team und wenn er vorher 2000 Mal zusammen im Team gegen KI spielt, scheißegal, bis ihr es drin habt, ne? Aber mittlerweile macht's anders halt keinen Sinn mehr. Weil wenn ich mir die Gegner da angucke, die waren die ganze Zeit in der Defensive. Keine Scheiß-Sau hat gepusht, als es pushen musste. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist zu hoffen, dass wir da irgendwie nochmal
durchragen können und den Inhibitor uns holen können. Und das ist dann, das war, nee, so weit kommen wir nicht mal mehr. Das ist ja Wahnsinn. Naja, was willst du machen?